Moin moin Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zur nächsten Folge Subnautica in den Tiefen des Meeres. So, ich habe leider noch keinen Eingang in die Aurora gefunden in der Zwischenzeit, aber habe dafür vorhin geschrien wie ein kleines Mädchen. Zum Glück ist es nicht in der Aufnahme, zum Glück für mich. Ne, ich bin nämlich mal auf die andere Seite der Aurora geschwommen. Ne, als dann irgendwie eine Meldung kam, hier bla bla bla, innerhalb von 24 Stunden, atomare Verseuchung und so weiter und so fort. Und plötzlich hat mich so ein scheiß Vieh angegriffen. Alter. Bengel, Bengel. Da habe ich mich erstmal ein bisschen verjagt, ehrlich gesagt. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Und ich habe angefangen, eine weitere Basis zu bauen. Da brauche ich Quarz, Glas, Titan. Ja, das sollte erstmal reichen, um das Notwendigste zu bauen. Ist hier die Richtung Aurora? Ja. So, und zwar so grob die Richtung. Ne, ziemlich genau, oder das ist ziemlich genau, also kurz vor der Aurora. Ne, da will ich nochmal einen Scannerraum bauen und dann mal gucken. Vielleicht finde ich ne, irgendwelche Baupläne oder hast du nicht gesehen. Wäre ja schon ganz geil. So, ja, irgendwo so langsam. Ja, das da sieht doch wie eine Konstruktion aus, ne? Ja. Das ist es. Beziehungsweise das soll es werden. So. Konstruktionswerkzeug. Luke. Jo. Segment. Jo. Scannerraum. Ja, ist recht. Oh, mein letztes Trinken. Okay. Dann erstmal kurz hier rein. Ach ja. Stimmt, das hier. Quarz, Titan. Kein Titan mehr und Kupfer brauche ich. Das ist jetzt ja ärgerlich, ne? Gucken wir mal, ob wir hier auf die Schnelle irgendwas finden. Hier habe ich Schrott dabei, das kann ich aber gerade nicht umwandeln. Lass mich das Stielauge gefälligst analysieren. Da hätten wir schon einmal Kupfer. Aber vorhin, ihr könnt euch echt nicht vorstellen, wie ich mich verjagt habe, als dieses Vieh plötzlich angegriffen hat. Alter Schwede. Riesenröhrenkoralle. Ah, ja. Geh du mal ruhig hoch, ey. Mistvieh. So, Schwefel nehmen wir mit. Selten genug. Ist hier irgendwas zum Scannen? Sieht nicht so aus. Ärgerlich. Hier ist nur Metallschrott, ne? Der bringt mir aber im Moment leider noch nichts. Brauchen wir noch hier diese Tischkorallenprobe oder was war das für eine Koralle hier? Die sind das doch, ne? Jo. So. Was für eine Nessel? Adrian Nessel. Ja, kenne ich schon, okay. So, dann erstmal kurz wieder zurück.
Titan, Kupfer. Tischkorallenprobe, hallo? Habe ich doch. Na, 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 was leckst du hier? Wieso? Also er will erst Kupfer haben. Kupfer, Gold, Titan brauche ich. Kupfer, Gold, Titan. Mal gucken, was wir hier im in der Rettungskapsel noch alles haben. Ärgerlich. Aber gut, was willst du machen? Wenn der erstmal fertig ist, dann... Gut, scanne ich da logischerweise erstmal und ich hoffe, dass ich da irgendwelche Baupläne finde, die mir was bringen. Wäre ja schon ganz geil, ne? Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, den Zyklop, den hätte ich dann doch ganz gerne. Wäre schon schick. So, was habe ich hier überhaupt alles? Oh Gott, oh Gott. Bin ich jetzt schon zu weit? Ah, ne, genau richtig. So. Moment. Hier mal rein. Oh, nächstes Notrufsignal. So. Ja, ne? Davon kann ich mal ein paar. Beziehungsweise eins kann ich benutzen mal. Dann kann ich die in Titan umwandeln. Achso. Ja, Raubtier, Tauschkörper. Täuschkörper. So. Hier ist Titan drin. Silikongummi. Ja, Kupfer nehmen wir mit. Habe ich Gold? Nö. Das ist jetzt doof. Wenn ich jetzt wüsste, ob das reicht. Moment, Aurora ist die Richtung. Okay. Dann los. Immer wieder schön. Weg. So, bin ich hier noch auf richtigem Kurs? Ein Stück weiter links. Quasi Backboard. So. Hier ist der Wald. Achso, okay. Irgendwo müsste jetzt wieder langsam. Ja, doch. Da. Und wehe, das Vieh taucht hier gleich wieder auf, ey. So. Yes. Aber wieso kriege ich hier jetzt... Oh, nee, ne? Okay, dekonstruieren. Nochmal, Scannerraum. Okay, erst nochmal so ein Ding. Dann den Scannerraum. Halt da. So. Und das ging eben nicht hier, oder was? Moment, ist das so richtig? Nee.
So. Geht doch. Mann. Nervige Ding, ey. So. Achso, ich habe kein Blei, ne? Egal. Erstmal anfangen zu bauen. So. Dann kommt hier nämlich wieder so ein Ding hin. Mehrzweckraum. Irgendwie. Ah, mal gucken. So, Energie wiederhergestellt. Sehr schön. Fragmente, jo. Danach sollst du scannen. Keine Energie, das ist ärgerlich. Was brauche ich denn nochmal für den... Hier, Fabrikator, okay. Ja, ist ja gut. Ich habe aber kein Wasser dabei. Oh, fuck. Das ist jetzt doof, ne? Hier. Guck. Da, Fragmente. Da ist die Motte. Oh, das hilft ja nichts, ne? Wenn ich erstmal trinken muss, ehe ich hier verende. Ne? Unter Wasser wäre schon eine Ironie an sich. Dann suche ich mir erstmal gleich hier so ein paar von diesen, ich weiß gar nicht, Luftblasenfischen, wie die auch immer heißen. Keine Ahnung. Verwurste die zu Wasser. Ja, ihr zum Beispiel. Mehr hier. Wir waren noch Wellen, noch ein paar. So. Und du noch. Und wenn wir schon dabei sind, dann fischen wir uns auch noch so normale Fische zum Essen. Okay. Na komm, und die Seemotte nehmen wir auch mit. Bis zur Rettungskapsel. Alter. So, nee, halt hier. Wasser. Herstellen. So viel wie geht. Keine Ahnung, wie viele Fische das waren. 4, 5. Würde ich jetzt schätzen, vielleicht auch mehr. Nö. Und Essen kochen. So, dann los. Vital signs stabilizing. Dann auch, ah ne, mehr geht nicht, okay. So. Jetzt zufrieden? Mann. Solar-Energiezelle. Er ist noch am machen. Quarz. Batterien. 3 Stück habe ich mittlerweile dabei. Okay. Tja. Über die Basis da hinten brauche ich so ziemlich alles. Da müsste ich mir quasi mal einen Vorrat aus meiner anderen Basis holen.
aus Außenposten 1. Außenposten 2, da. Den kann ich auch mal wieder besuchen. Den kann ich auch mal auf Fragmente einstellen. Vielleicht findet der auch was. Wäre ja nicht verkehrt. Ne, wie ihr seht. Ach ja, siehst du, hier muss ich auch noch den Bioreaktor bauen dann. Stimmt. Da war ja was. Hallo, hallo, kein Leck. Mhm. So. Teilschrott. Blei. Kupfererz. Wrack. Hm. Da sind Fragmente. Yeah. Jetzt gehen du mal nach dem Wrack. In der Zeit gucke ich mal. Hallo? Wieso sind die Fragmente jetzt gerade verschwunden hier auf der Karte? Aha. So ist das schön. Gucken, wo ich da hin muss. Und was das für Fragmente sind. Ich hoffe, Fragmente sind auch hier Baufragmente. Ne? Wäre schon ganz geil. Ah, sieht aber so aus. Gut. Hallo? Komm da nicht ran? Ey! Wieso komme ich da nicht? Das, was ist denn das für ein Beschiss? Ah, hier, das ist die Zyklopenbrücke. Okay. Tja, das da kann ich nicht abbauen. Finde ich nicht so geil. Aber gut, was willst du machen, ne? Da. Ah! Oh, da ist er. Oh Gott. Hau ab! Lass mich! Alter, den meinte ich, das Arschloch. Oh. Oh. Alter. Drecksvieh. So, was ist das da? Energietransmitter. Uh-huh. Was ist das? Das schauen wir uns nochmal an. Energietransmitter. Und wahrscheinlich weiter unten jetzt wieder. Da. Erhöht die Reichweite einer Energiequelle. Aha. Okay. Ja, schön, ne? Halt. Moment. Wo ist mein Reparaturgedöns? Achso, das ist das, was ich auf 5 habe, alles klar. Dann reparieren wir jetzt nochmal die Seemotte. Und dann war es auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde noch im Offscreen die Basis weiter ausbauen. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich im Video nicht so interessant, darum mache ich das einfach mal so. Ja, ein bisschen scannen, ein paar Fragmente sammeln und dann schauen wir mal, wie es nächste Woche weitergeht. Vielleicht traue ich mich dann ja mal
weiß nicht, hinter die Aurora zu dem Riesenvieh, weil bis jetzt zweimal hat es mich angegriffen. Zweimal hat es die Seemotte auf knapp 10% geprügelt. Vielleicht kann ich danach einfach weiterschwimmen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und schaltet eventuell auch mal bei mir im Livestream vorbei, wenn ihr Bock habt. URL findet ihr unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Schulle.